bin Goku aus dem Moro-Arc. Tief Luft einholen. Wie geht's? Nicht aufregen. Hm? Aber wir haben bis jetzt auch wieder die Side-Unit, das ist kein Bock. Ist aber nur halb so schlimm. Buch, noch ein Buch, natürlich. Drei Buch, dieser Buch kommen. Dich brauchen wir, leider bist du mir von Gebrauch. Ja, ist leider nicht gut gealtert, aber Easy A wird wieder regeln. Oh! Ach, scheiße. Verguckt. Na toll. Also ich meine, Int, Goten und Tech Trunks, die bilden ja schon mal eine solide Basis, weil sie halt 70% Damage Reduction zusammen haben, aber halt nur 70% Damage Reduction und keine Defense. Wenn die eine solide Defense kriegen, dann sind die schon krass. Oh? Weil man vom Teufel spricht? Wie aus Yu-Gi-Oh! Ogre 1 und 2. Übrigens, Rest in Peace an Kazuki Takahashi. Ja, Mann, Rest in Peace. Inspiration der Mann, der unsere Kindheit geprägt hat, vor allen Dingen meine. Und das ist wahr. Bei einem Tauchunfall. Im Urlaub gestorben ist, leider. Rest in Peace an ihn. Schon. Der hätte ich aber auch gern. Nein, nehme ich. Den nehme ich safe. Das ist so Must-Have für mich. Ich habe den nicht mit Jupe. Lol, den habe ich auch schon ewig nicht mehr gezogen. King Piccolo. Verlusthammer, okay. Der braucht SA. Nehme ich. Der braucht SA. Schleunige mal hier. So, okay, Satan auf Bu. What the fuck, jetzt komm doch schon. Ey, stellt euch nicht so an. Aber Long Kamehameha. Hat nichts zu heißen. Was? Natürlich, LR. Ja, die Frage. Ah, ich dachte schon. Das Problem ist einer von vielen. Ja, das stimmt. Kein Bohan. Und kein Bohan. Kein Bootanks. Kein Bootanks. Okay. Yo! Vegeta! Yo! Glückwunsch! Jetzt sind wir beide mit den neuen Units gebläst. Ach du Scheiße. Aber du Penner hast auch die Side, Jonas. Das kleine Plus. Oh. Attack Wisp um Dorf. So okay. Will man nicht wissen. Ja, das Beste ist, wir haben noch ein Free Multi. Yes. Dann ist die Befürchtung. Oh, bitte nein, lass sie keinen Duke ziehen. Lass sie keinen. Ach Quatsch. Naja, das wäre das Gegenpondo. Dann hast du die SSJ4 mit Duke. Und du die Gold. Ja, gut. Das ausgleichende Gericht. Das können wir uns auf einen. Oh. Blue. Ja, oh. Ich glaube. Vegetto hat Bock. Ja. Ich habe das Ohr so aufgehen sehen. Der hat mitgehört. Bandai. Stasi Bandai. Atsuki, gib. Er hat genügend. Kollege Vegeto no Shin no Chikara da! Prostata Vegeto. Ihr werdet nicht einen Cent mehr von mir. Omeemo da Vegeta! Der auch noch. Rainbowen wir den heute noch. Tendenz sehr hoch. Okay. Oh. Family kann mir mehr Gohan. Das war ein Hurensen-Multi. Qualitativ gut. Hey, aber wir haben beide LRs. Die jagen uns. Und jetzt poker ich auf diesen Schuss Namekuku. Bitte! Come on, Mann! Oh. Vegeta? Ja? Kann noch werden, ja. Ich glaube, Namek Goku, der versteht nicht so ganz, wie sehr ich den eigentlich so vergöttere.
Ah, Packout. Ja, nehme ich. Erster Duke. Nimmst du, den wolltest du eh. Ja. Safe. Einer meiner Lieblingsunits. Und jetzt auch noch kann ich ihn mit 200% Leader Skill spielen. Ja, dann habe ich schon Rainbow. Er zeigt schon auf sich. I'm the man. Und den Dabra davon, den habe ich nur ein einziges Mal tatsächlich. Der hatte nicht so Lust. C18 und Goku gehen die Chi-Chi fremd? Fragezeichen. Big Clickbait YouTube-Title. Boah, ein C18 warst du. Bitte? Das war doch Gohan C18. Ja, aber sag ja, vielleicht macht es sich auch an Goku ran. Wer weiß das schon. Sie wollte ihn töten. If you say something, I'll choke you with my breasts. Okay. Ja, in Vegetto. Nein, Vegetto, du bist der falsche, Bro. Komm schon. Bitte Name Goku. Bleh. Was ist eine Animation? Erst macht sich an Goku ran, dann an Fat Buu. Vielleicht schadet es ja auch meinem Karma, dass ich so über C18 herziehe, indirekt. Zweifel. Ja, ich will nicht so über sie herziehen, aber C18 war nie so wirklich meins, tatsächlich. No front gegen maskuline Frauen, aber Kale, bitte. Ja, das ist schon eher meins. Dürfte mein zweiter Dupe sein. Und der Free Multi noch. Cheat Kalifla, warum sie hatte den Ultra-Instinkt, ohne den Ultra-Instinkt benutzen zu können. Vegeta? Aber in der Red Zone... Ja. Hat nichts zu bedeuten. Hat nichts zu bedeuten. Kann immer noch droppen. Bitte Name Goku. Und dann auch noch im Free Multi. Oh. Free Multi? Mhm. Dann baller in die SA nach dem ECA. Ja. Kommt bei dir auch, siehst du? Wir tauschen die Units hin. Es ist aber ständig so heute. Mhm. Ja, du bist dran. So, wir gehen. Ich gehe jetzt in die Tickets rein und schauen wir mal, was mal rauskommt. Wir gehen in den God Boys rein. Auch C18. Ich überlege jetzt natürlich. Ich habe jetzt nur noch genug Stones für einen Durchlauf. Mache ich den bei den Super Saiyan 4 oder bei den Gods? Bei den Gods würde mehr Sinn machen. Wobei, nein. Gehen die ersten vier rein. Das lief, glaube ich, besser für dich. Ich weiß nicht. Ich guck mal, was ich an Tickets habe. Schande. Und was ich an Coins habe. Mal dann. Mal gucken. 426. Das ist dein Turn. Oder ja, soll ich noch mal? Nein, ich habe auch immer drei habe ich immer mit Tickets gemacht. Na komm. Drei Multis hintereinander oder was? Ja, drei Ticket-Multis. Ich hatte immer genauso, dass ich halt über 30 hatte. Oder sollen wir mal parallel einlaufen lassen? Komm, guck, ich hab jetzt nur noch ein Ticket-Multi. Verdammte Scheiße. Nur nachdem bei dem SSJ4 ist. Oder du mit Stones und ich mach ein Ticket. Warte, okay, mach mal so. Du hast gerade Ticket gemacht. Mhm. Jetzt mache ich ein Ticket und dann kannst du von mir aus drei Tickets machen und ich mach dann bei irgendeinem von den Bannern nochmal einen Stone-Durchlauf. Okay. Weil, wie gesagt, ich bin gerade wirklich unentschlossen, wo ich mit meinem letzten Durchlauf reingehe. Wenn jetzt hier Name Goku drin ist und da spielt Vegeta mit, dann weiß ich,
Okay, das wird keine Fusion. Aber wenn jetzt hier Namekuru drin sein sollte, dann geht der letzte auf jeden Fall in die SSJ4, in die SSJ Gods, sorry. Aber Sud war dabei, der ist immer Glücksbringer. Da ist ein Meister. Der Chunhan dürfte auch gleich aufkreuzen. Pandel. Hm. Choco macht die Siegerpose. C18. Nappa. Trunks. Trunks. Mr. Satan. Ey, keine Elias heute mehr. Aber hier war auch schon Rainbow. Ja, das macht die Wahl nicht einfacher, ne? Ach, ist doch kacke. Ja, mach du deine Ticket-Multis. Ich muss mir gut überlegen. Geht da pragmatisch an die Sache ran. Bist gierig? Geh in die Gods. Was heißt gierig? Gehen wir nochmal die Banner durch. Hier brauche ich Broly, Freezer. Das war's. Broly und Freezer brauche ich nur. Zippen wir schnell durch. Und hier brauche ich dich. 10. Dich. Und euch beide. Ja. GT wird sich mehr lohnen. Dann gehe ich nochmal in die SSJ4 gleich. Bardock. Und ich werde halt safe spätestens im Verlauf der Celebration, wenn ich eh nicht genug Coins zusammenkratze durch das Verkaufen der doppelten Units, werde ich dann eh genug Coins zusammenkriegen, dass ich dann nochmal einen der LRs kaufen kann. Machen wir zwei weitere Ticket-Durchläufe, ja? Ja, hab ich ja gesagt, mach ruhig. Yamcha-san! Komm. Boah, da hab ich... Da habe ich heute auch nochmal mein Best of des Jahres vom letzten Jahr angeguckt, wo ich Infinite World gespielt habe gegen die Cybermen, Alter. Da habe ich mich auch gut aufgeregt. Das kann doch nicht sein. Ach, jedes Mal derselbe Scheiß. Da stieg die alte Wut wieder hoch. Müsst ihr euch so vorstellen, habt ihr schon mal einen Osaru gesehen vom Computer mit Brille? Dann schaut euch Dennis an, wenn er da Infinite World spielt. Das war so ekelhaft. Die Tickets, glaube ich, geben nichts mehr. Boah, nee. Kann man nicht so sagen. Clean. Wollte ich auch noch gerade sagen, was immer, wenn dieser blöde, faltige, grüne Glatzkopf sich dann an einen Rand wirft und einen Zug packt, dann hört man von Clean immer dieses Yamcha-san, wenn man dann instant tot ist. Ah, da ist er. Da ist er. Er kommt nur, um mir einen Gogeta oder einen Vegetto zu geben. Vielleicht aber auch nicht. Vielleicht aber auch doch. Vielleicht bist du aber auch Manuel Neuer. Kann sein. Wer weiß das schon. Man munkelt's, aber man ist nicht sicher. Shen Son Goku. Oh. Kennt ihr diesen Moment, wenn jemand reinkommt auf eine Party, der man eigentlich nicht ausstehen kann und dann so dafür sagt, so Überraschung? Also er steht dann einfach so auf der Tanzfläche. Okay, Bro. Kein Problem. Aber ich hab dich jetzt leider Rainbow. Dich brauche ich tatsächlich. Den habe ich richtig ziehen gefühlt. Piccolo, egal. Die schlechteste Subunit seit Jahren. Easily. Wieso? Der ist halt echt nicht gut, du.